attention, please? Yes, sir. May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here. You think I give a damn about a Grammy? Half of you critics can't even stomach me, let alone stand me. But Slam, what if you win? Wouldn't it be weird? Why? You guys could decide to get me here so you can see me here next to Britney Spears. You damn Christina Aguilera better switch me chairs. I'm sick, you little girl, I'm bored. All you do is annoy me, so I've been slammed here to destroy you. Some there's a million of us just like me, who cuss like me, who just don't give a damn like me, who dress like me, walk, talk, and act like me. Just might be the next best thing, but not quite me, cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you want to Slim Shady, they're just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you want to Slim Shady, they're just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. I'm like a head trip to listen to, cause I'm only giving you things you joke about with your friends. That's how you live. The only difference is I got the balls to say it in front of y'all. And down I've got to be flawed, just sugarcoating it all. I just get in the mic and spit it, whether you like to admit it, I just did it better than 90% of you rappers out here. Then you wonder how can kids eat up these albums like dragons, and every single person is a Slim Shady lurking. He could be working at Burger King's, betting all your underlings. Or in the parking lot, circling, screaming, I don't give a damn. With the windows down, the system up. Will the real Shady please stand up and put one of those fingers on each hand up? You're proud to be out of your mind and out of control. And one more time, loud as you can. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. Or you're the Slim Shady. Hey, Tracy, it's more Shady. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. Or you're the Slim Shady, they're just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Willkommen bei The Voice Kids. Du bist Ryder. Sag mal erstmal, wie du heißt und wie alt du bist. Ich heiße Leon und ich bin 13 Jahre alt. Leon. Hey Leon. Yeah. Krasser Typ. Wow. Timing on point. Danke. Lyrics on point. Alle on Tonalitäten point. On point. Das war so krass. Fantas. Ich habe die ganze Zeit gedacht, point. So, wo holst du das denn alles her? Also, wow. Unglaublich. On point. Unfassbar. Wirklich super gut. Danke. Leon, ich muss auch eins sagen, wir haben wirklich wild diskutiert da hinten. Und dann kommt ein Rapper auf die Bühne, der auch was kann. Ne? Und alle sagen, okay, jetzt drehen sich die Fantas wieder um und dann geht der Rapper zu den Fantas. Das ist, ich weiß nicht, ob das arrogant ist von uns, aber das ist sowas, was in meinem... Du hast es ja gesagt. Es ist am nächsten so dran. Emma letztes Jahr hat auch Eminem gerappt und so. Und ich möchte mal sehen, wie das die anderen Teams machen mit einem Rapper. Ah, ja. Und es hat nichts mit deiner Qualität zu tun, sondern ich möchte mal gucken, liegt es auch an uns, dass man mit Rap die Staffel gewinnen kann? Ach so, so ist es also. Aber mir hat es auch ein bisschen Quäntchen noch gefehlt. Ja, okay. Jetzt ist aber auch mal genug. So. Das Einzige, was mir so ein bisschen gefehlt hat, war The Voice, also die Stimme, um die es geht. Weil mir hat gefehlt, dass du im Refrain so ein bisschen mehr zeigst, dass du auch singen kannst. Weil es wird hier auch darum gehen, dass du ins kalte Wasser geschmissen wirst und nicht nur 100% rappen können musst, sondern auch die einen oder anderen Parts singen musst. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt, dass du mir das hier gezeigt hast. Aber das Gute ist, du wirst es in den Battles zeigen. Also ich und wirst dafür ein fantastisches Team haben. Ich habe das gehört, dass du singen kannst, weil du ganz genau wusstest, wie du deine Stimme einsetzt. Und du hast sie total präzise eingesetzt. Deswegen konnte ich ganz genau hören, dass du auf jeden Fall auch singen kannst. Danke. Anna? Ja, ich kann's. Bei mir in meinem Team müsstest du nicht unbedingt singen. Ich finde, wenn deine Stärke Rap ist, dann will ich auf jeden Fall deine Stärke Rap fördern. Und wir finden auf jeden Fall in den Battles eine coole Konstellation mit den anderen Kids, damit wir was Schönes machen zusammen. Das wäre meine Strategie. Danke. Aber ich finde, Leon, Eminem ist wirklich eine der krassesten Disziplinen, die es gibt bei Rap, weil er so schnell ist und weil einem nicht erlaubt ist zu atmen, finde ich, in den Zeilen, wie bei Come here, little kitties, on my lap. Guess who's back with a brand new rap? And I don't mean rap as in a new case of child infestation accusation. Oh! Whoa. Aber da muss ich atmen, deswegen weiß ich nicht weiter. Aber Leon, rappst du auch irgendwie auf der Straße oder mit Freunden? Oder wie kommst du dazu, dass du hier uns eine Eminem-Nummer
hinzauberst? Also ich habe immer The Voice Kids geschaut, ich habe euch gesehen und dann habe ich begonnen, eure Lieder zu hören und alles zu singen von euch. Also die da, sie ist weg und all und noch ganz viele Lieder. Und dann habe ich auch noch anderen Rap, englischen Rap entdeckt, Snoop Dogg, Eminem und so. Und ach, das ist ja echt, also das rührt mich zutiefst. Und fandest du es besser dann, ne? Dass du zu... Nein. Dass du durch uns zu Rap gekommen bist, das finde ich wirklich cool. Vielen Dank dafür erstmal. Wirklich sehr schmeichelhaft für uns. Das, ich entschuldige mich nochmal, aber... Ich finde es richtig gut, dass es so passiert ist dieses Jahr, weil wir auch eine Chance haben. Endlich. Oder? Endlich. Und jetzt darfst du dich für einen von uns entscheiden. Wir lassen dich beide nicht hängen. Wir sind beide für dich da. Ja. Das ist schwer. Ich gehe zu... Das ist so spannend. Das ist wirklich spannend. Alvaro. Ja! Ja, Leon, mega, ey. Vielen Dank. Ach, cooler Typ, ey. Ich habe ein Geschenk für dich, ja? Schön, dass du dabei bist, Leon. Essen, Alvaro ist super entscheidend. Der macht das super. Wir sehen uns. Ja. Ich habe eine Ukulele. Vielleicht kannst du dazu rappen, ist auch ganz geil. Eine Rap-Ukulele. Okay. Na ja, bitte einen Riesenapplaus an Leon. Hey, 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 hey.